Hallo Zuschauer an eurem Bildschirm. Schön, dass ihr in meinem Technikkanal reinschaut. Heute mit einem neuen Video. Ich habe in meinem vorgehenden Video ja gezeigt, wie ihr mit dem Easy Button Maker Buttons erstellen könnt und somit Befehle in die Kommandozeile schreiben könnt. Gibt es aber auch eine andere Alternative? Ja, die gibt es. Und zwar das Ganze mit Menüs zu lösen. Es gibt zwar bei SLGM die Möglichkeiten, über Buttons zu arbeiten, über Tastenkombinationen, aber nicht über Menüzeilen. Das ist was ganz Neues und das habt ihr auch noch nie gesehen. Deswegen habe ich für euch den Easy Menü Maker erstellt und damit könnt ihr das auch umsetzen. Wie das aussieht, ihr werdet es kaum glauben. Aber lasst uns einfach loslegen. Hier seht ihr einen Skript, der mit dem Easy Menü Maker erstellt worden ist. Ich starte den einfach mal und starte auch mal den TNC-Controller von SLCAM. Halte ich jetzt die rechte Maustaste gedrückt und drücke einmal kurz auf die linke, erscheint immer neben dem Mauszeiger ein Menüfeld. Ist hier ein Fenster abgebildet? Das bedeutet, das sind ausschließlich nur Befehle für die Kommandozeile. Wird hier gedrückt, wenn diese auch hier ausgelöst. Ist ein Bildschirm abgebildet, das sind fertige Programme, die man starten kann. Das Menüfeld hat somit zwei Funktionen. Entweder kann ich Befehle in die Kommandozeile schicken oder ich kann mir jedes x-beliebige Programm starten. Also wenn ich mal kurz die Achsen abnullen möchte, einfach rechte Maustaste und abnullen. Das geht sehr schnell. Oder ich möchte mal umschalten und wieder zurück. Oder ich benötige jetzt mal einen Taschenrechner. Dann drücke ich auf Taschenrechner. Oder ich möchte mal einen Editor öffnen, um den G-Code zu bearbeiten. Das geht alles recht schnell. Wie ihr so eine Menüleiste ganz einfach erstellen könnt, das zeige ich euch jetzt. Wir starten mal den Easy Menü Maker. Ihr seht schon hier oben die 5 Menüfelder. Ich habe das Ganze erst einmal auf 5 Menüfelder begrenzt. Im ersten Menü können wir auswählen, entweder möchte ich was in die Kommandozeile schreiben lassen oder ich kann eine Software starten. Wir fangen einfach mal mit einer Kommandozeile an. Hier wird der Name vom Menü eingegeben. Wir können mal sagen, wir wollen mal alle Achsen abnullen. Also alle Achsen auf 0. Hier sind 5 Felder, in denen die Kommandozeile befüllt werden kann. In dem Falle wäre das das Befehl 0. Im Menüfeld 2 können wir sagen, wir richten uns mal eine Parkposition ein. Wir schalten erstmal in ein Maschinenkoordinatensystem, fahren dann in die Parkposition MX10, MY10 und MZ. Das wäre jetzt unsere Parkposition. Wir könnten ja wieder zurückschalten und könnten das Ganze auch wieder abnullen. Und in der dritten Menüzeile könnten wir sagen, ach, wir machen Maschinenkoordinatensystem. Kurz und knapp. Wenn ich eine Software starten möchte, öffnet sich jetzt nur ein Eingabefeld. Ich kann dir den Namen reinschreiben, was ich öffnen möchte. Ich sage mal G-Code. Und hier unten müsst ihr den Pfad eingeben von dem Programm. Hier ist zum Beispiel nur ein Bild, wo G-Codes hinterlegt sind. Wenn ihr wissen wollt, wie die Pfade sind, einfach mit der rechten Maustaste
drücken und als Pfad kopieren. Den Pfad könnt ihr hier hineinkopieren. Und als letztes könnt ihr sagen, Estelcam. Und wir springen mal auf seine Homepage. Also www.estelcam.de. Als allerletztes müsst ihr festlegen, wo sich die Kommandozeile befindet, da das Programm ja nicht weiß, wo die Maus hinspringen soll. Da jeder Computer anders ist, jede andere Auflösung hat und auch die Kommandozeile, müssen wir die Position festlegen. Dazu geht ihr einfach nur hier auf Start. Jetzt erscheint oben links ein Fenster. Da steht, lege Position Kommandozeile fest, klicke mit der linken Maustaste auf die Kommandozeile. Wir müssen also erst einmal Estelcam öffnen. Und hier seht ihr schon die Kommandozeile. Und da müsst ihr einfach nur einmal auf links drücken. Jetzt seht ihr schon, die Position der Kommandozeile wurde erkannt und festgelegt. Jetzt braucht ihr nur noch auf Skript erstellen gehen und das war's auch schon. Jetzt wird das Skript erstellt. Das Ganze dauert so circa 20 Sekunden. Jetzt müsst ihr nur noch einen Ordner aussuchen, wo ihr hinspeichern wollt. Und das war's auch schon. Und jetzt testen wir das Ganze mal. Wir öffnen Estelcam 12. Rechte Maustaste, linke, alle Achsen auf 0. Zack. Wir fahren eine Parkposition an. Funktioniert. Schalten um. Funktioniert. Wir lassen uns den G-Code einblenden. Funktioniert. Und jetzt besuchen wir noch Estelcam. Funktioniert. Ich habe den Link für den Easy Menü Maker in die Artikelbeschreibung mit verlinkt. Aber im Vorfeld haben schon einige Probleme beim Herunterladen gehabt. Ich vermute mal, dass es mit dem Google Drive zusammenhängt. Die Leute, die kein Google-Konto haben oder nicht dort angemeldet sind, wird wahrscheinlich der Download verweigert. Aber ich habe Abhilfe geschaffen. Ich habe mir eine andere Plattform gesucht. Die muss ich aber erstmal noch einrichten. Die Leute, die das mittlerweile können, können das jetzt schon herunterladen. Bei denen, das noch nicht funktioniert, müsst ihr leider 3 Tage warten und dann nochmal versuchen. Ich werde den Link unter diesen anderen Link setzen. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und wir sehen uns dann beim nächsten Highlight wieder. Tschüss!